Was sollen wir denn wählen? Was sollen wir denn wählen? Die Linke! Was sollen wir denn wählen? Die Linke! Nee, ich mache nur mal. Was soll ich denn wählen? Dazu gehört beispielsweise auch die Ermöglichung von Mobilität mittels eines Sozialtickets für den öffentlichen Personennahverkehr. Das sind ja nur Märchen. Das wird doch nicht gemacht. Märchen. Dazu gehört auch ein Beenden der unsäglichen Diskussion über Fordern und Sozialmissbrauch. Armut bekämpft man in einer solidarischen Gesellschaft, nicht mit Drangsalierung der Armen, zumal wahre Sozialschmarotzer in ganz anderen oberen Etagen anzutreffen sind. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir wollen eine gute Politik auch für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Düsseldorf. Wir erwarten, organisiert von der Stadtspitze, einen offenen Dialog von Unternehmen, Politik, Arbeitnehmern über Situationen und Perspektiven der Wirtschaft und der Beschäftigungssicherung. Wir erwarten, dass nun endlich ein Dialog mit unseren Nachbargemeinden ernsthaft, respektvoll und mit größtem Nachdruck durchgeführt wird. Wir begrüßen daher die Initiative der Industrie- und Handelskammern zur Bildung einer Metropolregion Rheinland. Dabei sollte nach Meinung des DGBs Fragen der Beschäftigungssicherung wie auch der Clusterbildung in Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und so weiter vorrangig einbezogen werden, um den gemeinsamen regionalen Standort zu stärken. Wir erwarten, dass gemeinsam um den Erhalt eines jeden Arbeits- und Ausbildungsplatzes gerungen wird. Auch dann, wenn es um industrielle Arbeitsplätze geht. Wenn zum Beispiel in der vergangenen Woche Betriebsräte und Auszubildenden des Krupp Nirosta-Werkes in Benrath mit ihrer Gewerkschaft auf einer Pressekonferenz ihre Sorgen um ihren Betrieb darlegen, weil laut Pläne der Geschäftsleitung das Werk nach Krefeld verlegt werden soll und dabei auch noch 375 Arbeitsplätze wegfallen sollen, dann am gleichen Tag laut der NRZ der Wirtschaftsdezernent Wilfried Kruse von Kommunalpolitikern darauf angesprochen wird, was er zur Bedrohung des Benrather Nirosta Standortes sage, Zitat, Kruse antwortete nicht konkret, sprach abweisend von einer unterschiedlichen Wahrnehmungsfähigkeit der Menschen und sagte, jetzt kommt es da erst noch. Kruse sagte, wenn die Belegschaften die Verwaltung bitten, sind wir gerne zu einem Gespräch bereit. Zitat Ende. Dann legt der Beigeordnete Kruse einige Tage später in der WZ nur nach. Zitat, solche Aussagen der Gewerkschaften und der Betriebsräte verunsichern die Belegschaft nur unnötig. So Kruse in einem Kommentar in Richtung der Gewerkschaften. Zitat Ende. Das ist eine Unverschämtheit. Lieber Herr Oberbürgermeister Elbers, ich kann ihn jetzt nur virtuell ansprechen. Ich hätte ihn gerne mal hier auf der Maiwiese gesehen, aber er ist jetzt zum Beispiel in Shanghai zur Eröffnung. Aber ich richte es trotzdem an ihn. Ich werde auch ein bisschen lauter sprechen, damit er das hört. Lieber Herr Oberbürgermeister Elbers, erklären Sie dem Wirtschaftsdezernenten, dass erstens Gewerkschaften und Betriebsräte nicht Betriebsbelegschaften verunsichern, sondern dass die Umstände diesen öffentlichen Hilferuf erzwungen haben. Und erklären Sie zweitens diesem Wirtschaftsdezernenten, dass die Zeiten des Feudalismus, als der Herrscher gnädig die Untertanen zum Gespräch empfing, vorbei sind. Herr Kruse hätte sich sofort aus seinem Sessel erheben und mit dem Dienstwagen nach Benrath vor Ort fahren müssen. Die Vertretung der Belegschaft ist bequem erreichbar in Tornähe und ein Belegschaftsvertreter hätte ihm dann einen Aushang des Vorstandes zeigen können, in dem zu den Schließungsplänen wie folgt unter anderem zu lesen ist. Zitat, es ist richtig, dass auch weiterhin über ein solches Konzept nachgedacht wird, ohne dass dazu allerdings eine Entscheidung des Vorstandes der ThyssenKrupp AG
oder der dafür zuständigen Aufsichtsräte unseres Konzerns ergangen wäre, sollten die Überlegungen in eine Entscheidung der dafür zuständigen Gremien unseres Konzerns münden, werden Sie unmittelbar wir darüber informieren. Darüber hinaus werden wir dann unverzüglich Gespräche mit Ihnen und den zuständigen Gremien aufnehmen, um über die Folgen einer möglichen Verlagerung zu beraten. Also, diese Chance der Information hat Kruse nicht genutzt. Hochnäsig geht er mit der Sorge von 600 Beschäftigten im Benrath um, beschimpft deren Betriebsräte und Gewerkschaften. Dieses Verhalten von Kruse können wir nicht akzeptieren. Es ist auch eine sträfliche Ignoranz, wenn Kruse als Wirtschaftsdezernent Signale von Problemfällen in dieser Stadt nicht erkennt und aufgreift. Daher nochmal, Herr Oberbürgermeister Elbers, sorgen Sie als Verwaltungschef dafür, damit, dass Ihre Leute im Rathaus ihre Arbeit tun zum Wohle aller Bürger. Der Bezirksbürgermeister Heinz-Leo Schulz, CDU, hat hier die richtigen Worte gefunden. Zitat: Sollte es zu Verlegungen kommen, müssen Politik und Gewerkschaft mit einer Stimme sprechen. Eine weitere Werksschließung im Süden wäre tragisch. Zitat Ende. Also noch einmal, Herr Oberbürgermeister Elbers, lassen Sie uns gemeinsam um den Erhalt eines jeden Arbeits- und Ausbildungsplatzes in Düsseldorf ringen und lassen Sie uns auch vom Aufschwung nach der Krise sprechen, von Facharbeitermangel, von Qualität in Produktion und Forschung, von Vernetzung und neuen Märkten, von einer Stadt, in der Produktion, Dienstleistung, Kultur, Mode und Unterhaltung in einem Miteinander aktiv gestaltet werden. Lassen Sie uns auch sprechen von ökologischer Umsteuerung und sozialem Ausgleich, von Weltoffenheit und Toleranz. Ich danke zunächst mal für eure Aufmerksamkeit, liebe Kolleginnen und Kollegen. Nun spricht zu euch die Landesleiterin der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi in NRW, Kollegin Gabriele Schmidt. Gabi, du hast das Wort. 11:21 Uhr. Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, die Gesellschaft driftet immer weiter auseinander. Immer mehr Menschen werden an den wirtschaftlichen und sozialen Rand gedrängt und ausgegrenzt. Kinder, Erwerbslose, Alleinerziehende, Migranten und Migrantinnen und zunehmend auch Ältere, Kranke und Pflegebedürftige. Die Schere zwischen Arm und Reich wird immer größer, auch hier in Nordrhein-Westfalen. Mehr als ein Viertel aller Kinder und Jugendlichen in Großstädten an Rhein und Ruhr leben in Armut. Die zuständigen Organisationen und Verbände können das Ausmaß der sozialen Probleme längst nicht mehr bewältigen. Und das ist kein Wunder, denn wir haben es nicht mit Defiziten Einzelner zu tun. Nein, die Gesellschaft als Ganzes ist in der Krise. Verschuldet durch eine über Jahrzehnte betriebene neoliberale Politik. Und genau diese Politik, die die Interessen und damit Profite der Unternehmen in den vergangenen Jahren bedient haben, und keine Scheu davor hatten, Banker und Zocker auf den Finanzmärkten tatkräftig mit Milliardenbürgschaften zu unterstützen.